Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön macht das hier die Maschine. Die perfetto. So, sorry, hab der Brut noch gute Nacht sagen müssen. Ja, wechsel schon wieder. Ah, nice, danke. Also ich bin 17 hochgefahren den Berg, musste aber in der Hälfte den Ballen entladen und dann hat er nur mehr auf 16 beschleunigt. Ich weiß nicht, aber er schafft fast die 17, also er ist auch schneller. Müsste man schauen, ob wir nochmal so einen anschaffen oder. Noch so einen. Was damit sagen? Noch so ein gleiches Modell. Willst du wirklich den gleichen? Nein, eh nicht. Ich hab so viel Auswahl an den gleichen. Stimmt. Ich meine, ich bin ja eher ein Verfechter der grünen Marke, sag ich mal. Aber wenn es einen geilen Steirer gibt, bin ich auch dabei. Bin ehrlich, habe mich jetzt nicht so beschäftigt. Ich auch nicht noch so. Wenn Weil das es ist auch die gibt. Frage, wie viel ich ausgeben soll, kann, darf. Das ist immer auch die Frage. Wenn, würde ich gerne gleich einen mittleren nehmen. Und da kann es halt sein, dass wir mit 100.000 nicht auskommen. Muss mal zweimal so ernten. Der fährt auch über die Baumstümpfe viel besser drüber. Das wollte ich schon. Das wollte ich schon. Das kann Was denn? ein Mulcher, also ein halbwegs großer. 2.000 reicht auch. So, ich gehe dann auch jetzt noch mal kurz.
gleich. Jo. Aber ich sehe jetzt überhaupt nicht, wie du gefahren bist mehr.
So. Bin fertig. Bitte? Bin fertig. Nein. Well. Das ist schon mal ein Traktor geben und dann nicht weiter. Entschuldigung. Also ich sage mal, der Mod-Steirer wird mir schon gefallen. Der kostet allerdings 148.000. Mittelgroß oder was? Kann man bis zu 200 PS aufpimpen. Na, Standard? Größere Steirer kostet schon 188 und hat 185 PS Standard, aber das ist dann wieder zu OP. Also Preisunterschied, ja. Oder wir nehmen den New Holland um 100.000, der hat 171 bis 212 PS. Und bei meinen Lieblingstraktoren habe ich jetzt noch nicht geschaut von der Marke her, aber. Wie viel PS hast du gesagt? 100.000 meinst du? 171 bis 212. Okay, um 110 können wir den John Deere kaufen mit 190 bis 225 PS. Da kommt man halt, was für das, dass er nur 150 PS halt teuer vor. Ja. Das ist, man, nicht, dass ich keinen Steirer will, ich würde auch gerne einen Steirer haben, ja, aber den kann ich mir dann auch irgendwann so kaufen. Was war, Der John Deere 6M kostet 130.000, hat 185 bis 215 PS. Oder eben den 110, 190 bis 225 PS. So mal überschlagsmäßig. Schauen wir gleich weiter, wenn der einen Ballen raus hat. also wie du sagst, was du ohne Upgrade hat er halt 150 und mit Upgrade, das wird auch, sag ich, 10.000 oder so kosten. Das war schon 160.000 oder 80.000 mehr nimmst, hast du den ganz großen Steirer. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche Masse Ferguson wir haben, aber. Haben gar keine Masse Ferguson. Nein? Ist der Rote kein Masse Ferguson? Case. Ah. Da gibt es einen um 97.000, der hat nur 170 PS ohne Aufpimp-Möglichkeit. Ist halt auch dann ein bisschen Arsch. Ja, sagen wir mal so, sag mir, was ich Budget habe und da schaue ich dann. Also, wie du willst, das wurscht. Du weißt, wie viel wir verdienen. Ja, also wären wir eher im Standard von 100.000, hätte ich gesagt. Dabei einmal. Alles, was halt viel drüber geht, brauchen wir halt einen zweiten Durchgang. Ja. Viel drunter gibt's halt nicht. Weil wenn, muss der schon an die 180 PS haben, sage ich mal. Dass er was gescheit ziehen kann.
Da würde ich eher zu den John Deere 110.000 tendieren. Dieser Mod. Schau dir den einmal an. Für Gelegenheit. Was jetzt so drinnen wäre. Im Budget. Ja, wie gesagt, suchst du ruhig aus. Ich habe kein Problem damit. Auch den ersten ausgesucht. Warten aus. Gut, aber deiner war ja viel günstiger. Ah? So, sag ich mal. Und wenn du einen mit über 180, also wenn du einen mit 180 wärst, dann wären wir eh nicht unter 100.000 finden. Ja, der John Deere um 110.000. Sag ich mal. Ja, darum sag ich ja, da werden wir keinen unter 100.000 finden. Ja. Weil unter 100.000 ist halt so 120 bis 160 Bereich, sag ich jetzt mal. Bei der Kompakt wird es halt nichts geben. Was die BS, was von der BS herkommt, hinkommt, weißt du, ich meine? Ja, ja, du wirst gleich ein Viech haben. Ach, Viech wieder. Stepper, oder? Hm. Okay, der hat aber nicht vorne hinten. Was denn? Na ja, gut, brauchte er dann eigentlich nicht. Das ist ja wurscht. Stöber, da gibt es einen Traktor. Der wird kosten 71.000 und der hat dann 247 PS aufgepimpt. Welchen? Der Lizard Turbo. Ah, ich glaube, ich weiß, das ist der. Aber bei den kompakten ist das. Ja, ich weiß schon, das ist der Oldtimer-Verschnitt von Lizard, ja. Aber stimmt, der braucht eigentlich nur diese Maschine hier, diese fucking Maschine ziehen können. Ja, und dann irgendwas anders, aber wie viele Geräte ziehen bist du wirklich jetzt von vorne bis aufs Mähwerk? Stimmt eigentlich. Weiß nicht, wo ich die Ballen hingeben soll. Ich glaube, ich da im Moment. Der Glas kostet auch 120.000 und hat 205 PS. Also angefangen mit 145, also den müssten wir auch noch aufpimpen. Und das ist der mit 47.000 eigentlich im Vergleich recht günstig. Für das, was man hochpimpen kann. Was, hast du geschaut, was der Steirer bei den Kompakttraktoren drauf hat? Nein, oder? Weniger PS. Ja gut, das ist eh klar. Und ich dachte, du weißt, wie viel ungefähr. 114, 75, 114. Moment, da steht doch da. Gut, dann entscheide ich mich für eine Sparvariante und ich glaube, der Lizard wird es dann. Wieder Max. Der nächste Traktor, da wird dann richtig rein investiert, wenn wir Kohle haben. Wird aber noch dauern. Die Kohle haben sie. Dann hätten wir quasi noch einiges über. Wenn das 47.000 kostet, haben wir noch mehr als die Hälfte über dann. Gut, und dann können wir eh nichts anfangen dabei.
Wie viel kostet der Mulcher? Ja, der kostet 10.000, aber den kann man sowieso zwischendurch auch lassen. Ja. Also ich hoffe noch auf ein geiles Traktorangebot, aber wenn nicht, dann wird's der. Da entscheide ich mich für unseren Hof. Für eine billigere Variante. Aber wie gesagt, musst du nicht, du kannst ruhig nehmen, was du willst. Weil den haben wir dann länger jetzt. Weil jetzt investieren wir ja wieder in die Zukunft. Ja. Nicht so, dass wir dann sagen, wir verkaufen den dann wieder, so wie die alten. Na, also der schnell, der hat PS. Also ehrlich, man muss schauen, wie gut der Mod-Traktor funktioniert, aber. Ich sage mal an John Deere oder an und die anderen Marken habe ich eh dauernd. Ich mache das nächste. Hm? Auch gar nicht, was ich mache das nächste. Mit sehen Johnny dann. £99.575 PS. Ich bin schon froh, wenn es wieder hell wird. Wem sagst du das? Das habe ich doch gar nicht erzählt. Wir waren ja in diesem Hotel, wo auch Hunde zulässig waren. Ja. Und wir sind immer mit der Penny in Gasse gegangen, noch so um halb elf, elf herum. Und die Uhrzeit kommt auf einmal ein Typ rein, in Unterhosen, in unser Zimmer, mit einem Hund. Sagt er, sind Sie die erste Nacht hier? Nein, wir sind schon länger hier. Aber Sie müssen die erste Nacht hier sein. Das ist doch mein Zimmer. Na, wir sind schon zwei Nächte hier, das ist unser Zimmer, aber wo gehöre ich hin? War der urverwirrte Typ. Geil. Steht in Unterhosen da. Daniel hat mir gemeint, können Sie bitte, gehen Sie weg, mein Kind auf. Der ist nicht gegangen, Alter. Hund hat er ohne Leide gehabt, der ist gleich reingezogen zu uns ins Zimmer. Ja. Reinspaziert. Genau. Alter, siehst du den Ball noch da? Kann man den aufnehmen? Wieder keinen.
Okay, der ist bei mir da reingeglitscht. Der steht bei mir so halb draußen. Du fährst gerade drüber. Du musst aber drüber fahren. Du warst gerade bei der Erhebung drüben. Okay. Stranger Things. Feuermasse. Feuermasse. Boah. Aber es ist wirklich geil, so eine Maschine, wo du durchfahren kannst, wie bei den Querballen. Querballen. Bei den Quaderballen. Ja, die ist auch wirklich, die ist wirklich geil. Gibt es eine Maschine, die auch gleich foliert? Ja. Wo du nicht stehen bleiben musst? Ja. Okay. So ein Zwischentank quasi. Das heißt, da fängt schon der nächste Ball an. Verein das Gestänge, da tust du glaube ich leichter mit rauffahren. Gestänge. Und jetzt wäre mir eingefallen, aber warum wir glaube ich den Wickler aufheben wollten. Ja, dass wenn zum Beispiel jetzt könnte ich mit der anderen Presse anhängen und auch pressen. Stimmt. Aber dann hätten wir halt unterschiedliche Größe wieder am Ballen. Ja. Ob wir nicht die Presse dann verkaufen sollten, wenn der nur kleine Ballen macht. Weil für Strom werden wir uns dann auch eine große kaufen, oder? Wie du meinst. Und das bringt eh nur ein Tausender. 1500 aber. Ja, warte, ich glaube nicht, dass wir noch brauchen, oder? Zu kleinen Ballen. Dann reicht der kleine nicht für Stroh und so. Theoretisch schon, aber. Ich denke mal, wenn wir wieder größere Ballen machen können, dann irgendwann. Was soll man? Dann, wenn man es vielleicht keine Rundballen, sondern eben. Waderballen. Mhm. Stroh. Ja, okay, dann haust von mir so Markt, bevor es noch weniger wert ist. Mir auch eingefallen ist. Ich dachte, dass wir die Presse auch verkauft haben. Ja, was ist dir eingefallen? Theoretisch, wenn wir eigentlich auf Schafe gehen, können wir dann auch eigentlich auf Kühe auch dann gleich gehen. Und Silage machen wir eh auch. Gut, aber bei Kühe brauchen wir auch mehr. Aber wir produzieren ja. Produzieren ja sonst nichts anderes außer Silage. Aber brauchen wir natürlich auch Stroh und. Heu bräuchten wir, aber Heu könnten wir ja auch machen. Stimmt. Gut, aber da braucht man einen Wender wieder. Ja. Aber da, wie gesagt, das ist ja nicht so extrem viel dann am Anfang. Wenn wir 10 Kühe oder so beginnen. Was das Geile ist, wir machen uns immer einen Plan und immer kommt mehr und mehr dazu, immer Änderung. Was cool ist. Ja, wir haben ja noch keinen fixen. Ich meinte nur, dass wir, wenn wir dann auf Schafe gehen, kann man dann auch auf Kühe dann gehen. Stimmt, weil die brauchen ziemlich das Gleiche. Und Heu kommt noch dazu. Und Silage, aber Silage machen wir, wie gesagt, sowieso fix. Ja. Extra Ballen auf die Seite für die Viecher. Man. Kühe ist eh wieder noch ein bisschen weiter weg, weil das viel, viel teurer ist. Vor allem du willst das sicher wieder diesen automatisierten Kuhstall. Ist halt praktischer, finde ich, zum Bringen füttern.
Yay. Drum, der und der kostet richtig Kohle. Ja, gut, der kostet 200.000 mehr als der andere. Ja, der kostet doch 1 Million, oder? 700.000 und der andere kostet 500.000 mit derselben Größe. Ah, okay. Okay. Dachte, der kostet 1 Million. Oder wir haben sogar österreichische Stelle Mod, Alter. 10 Kühe gehen da. Naja, kleines Land. Aus 97 wäre scharf. Wäre scharf. 5000 Hühner, bist du deppert? Großer Hühnerstallmod. 5000 Hühner. Bist du deppert? Was die Futter brauchen, Alter. Wenn du die Eier selber wegtransportierst. Ich kann mich nämlich noch erinnern, wie wir begonnen haben, bin ich nur auf Eier gegangen, weil die so viel wert waren. Die Paletten einzeln aufladen. Genauso die. Erinnerst du dich beim Honig? Wie die Palette so reingeglitscht ist? Ja, wo wir dann extra Mod gesucht haben. Wo du mir geholfen hast, weil ich mich so eingegraben habe mit dem. Bin ja echt gespannt dann, was für Änderungen sie dann für den nächsten LS machen. Gut, aber der ist ja nicht immer noch ankündigt, oder? Naja, nächstes Jahr kommen. Der hat nächstes Jahr. Nein, nicht nächstes. Übernächstes. Ja? Nein, übernächstes Jahr wäre dann, ja. 2025. Ja. So 3 Jahre haben sie gesagt, möchten sie ja beibehalten dann. Und wie jetzt fahren? 22. Ja, dann wär's 25. Sagst du zu GTA 6? Wie man sich da hörst? Habe ich mich jetzt eigentlich nicht bewusst noch informiert. Vorige Woche haben sie nochmal die Geschäftszahlen jetzt offengelegt. Mhm. 2025 soll wirtschaftlich richtig, richtig, richtig stark werden. Da bringen sie Red Dead Redemption raus. Das Remaster kommt jetzt im August. Aber nur für Switch und so, oder? Das weiß ich gar nicht. Nachdem man das sowieso nicht holen wird. Nachdem ja das andere Remaster schon reinvoll war. Na gut, das haben sie echt schlecht gemacht. Wobei ich mir immer noch überlege, ob ich es nicht holen soll. Ah, da haben wir gedacht, ich kaufe mir lieber die Original. Ich habe alle Originalteile. Stimmt aber eigentlich. Scheiß auf die Grafikaufbesserung. Wirklich. Haben wir auch gedacht, wenn ich es sowieso nochmal spiele. Aber ich werde es eh nicht mehr spielen. Einzige, was ich vielleicht noch einmal spielen werde, San Andreas. Ich möchte das 4er auch nochmal fix spielen. Und das 5er mal durch. Also bis 2025 habe ich dann mal Zeit. Wie krass, dass du es noch nie durchgespielt hast. Was mich jetzt halt stört, was ich jetzt noch nicht in den Griff bekommen habe, wenn ich über die PS5 streame, ist dadurch, dass ich ja Sound und Headset quasi in einer habe, ist der Sound von den Stimmen so scheiße. Übersteuert. Das heißt, ich müsste den Sound zurücknehmen, aber dann ist alles zu leise. Da weiß ich noch nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll.